Im Jesaja-Buch, Kapitel 49, Vers 15, dort steht eine Frau. Die Frau ist kaum eine Mutter erkennt für jeden. Die Vers hat noch mehr beschrieben als man bloß das. Aber wir wollen uns gerade um diese Frau ein bisschen von der vertiefen. Diese Frau, kaum eine Mutter erkennt für jeden, die wird manchmal gefragt. Über Utwander, wo Familie sind, die da Trouble haben zwischen Kinder und Älteren. In diesem Fall, wir hier die alte Tante Brünsche, sie wohnt in einer kleinen Stadt, ein bisschen an der Bitterkant. Sie wird allein, ihr Mann wird gestorben. Sie lebt meistens von ihrer Pension, von der Regierung. Und dann hat sie einen kleinen Garten, aber dort ging alle Topmau sehr schmal her. Da ging ein Wach bei ihr Hüschen vorbei und dort kriegt sie immer die Länge, Tag für Tag. Sie lebt nur ihren Jung, ihren Jimmy, der wir all viele Jahre wach. Der wir am Anfang noch auf und zu in Hüschen gekommen und nachher hat er auch noch geschrieben, aber nun wir all lang nicht gekommen. Aber diese Tante, die betet alle Tage für ihren Jimmy, denn sie weiß dort, die wir nicht bekehrt, dort wir nicht in Christ. Und sie hat die Hoffnung, fauste Hoffnung, dort Gott wird dem nicht loten verloren gehen. Denn darum hat sie gebetet, all so viele Jahre, und sie hat glauben, sie dachte, dort ging nicht anders, Gott muss dem Jungen noch raten, und doch hielt sie nicht. Sie wusste, dass ihr Jung wie auf dem Meer gehen und auf dem Schiff schaufen. Und daher, wenn die Menschen vorbeigegangen kamen, dann kickt sie immer. Wort des und bleibt Leid anhand aus den Matrosen auf dem Schiff brücken. Dann so ein Bild hat er auch das letzte geschickt. Nu an diesem Tag, das ist am heutigen Anfang Juli, steht sie da in ihrem Garten und dann sitzt sie da, kommt einer von langem Wache wohnen. Und die kommt Noda und wirklich, die dreht auf ihre Abfahrten ab. Und dann sitzt sie deihaft, so bleibt Matrosenkleid an. Könnt das mein Jimmy seine Sache übertonte Brünsche zu sich selbst? Haft Gott mein Gebet von der erhielt? Sie geht ihm entgegen und sagt zu ihm, Jimmy, bist du wirklich nach Hüß gekommen? Aber dann sagt sie, oh, das ist nicht Jimmy. Nee, sagt das Mann, ich sehe nicht Jimmy. Aber ich sehe, wer in Jimmy hergekommen. Bist du Tante Brünsche? Ja, sagt sie, ich sehe. Na ja, sagt er, nur die habe ich gesagt. Ich komme, wer in denen sehen, Jimmy, komme ich hierher. Na, was hast von dem Vernichtet? Er dreht sich wach, man hat gesagt, er kann er nicht gut anschicken. Sagt er, mir fällt dort schwor, die diese Notrecht zu bringen. Aber ich muss die sein, ich wie ein Partner mit dem Jimmy auf dem Schiff. Eine Arbeit, auch wenn wir die aufhalten, immer wie bei einem Partner. Und ich wüsste dort, und er bestellt dort an mich, wann ich wird immer bleiben, wann uns wird wahr, dort ich die wird Tieding bringen. Und wann hei ever bleibt, wann mi wort wort, dann wird hei, meine Mutter, Tieding bringen. Da wären sie nicht hier. Na, wat hast du dann für Tieding? Da sagte ich, ich möcht die Leiber dort nicht sein. Aber ich sind dort zu gekommen, ich war wohl matten. Aber sagte ich, hab ich uns vielleicht erst wo doll saaten? Na jo, sagte ich, komm an. Sie gingen an und saaten sich doll, sie haft all schwere Gedanken, wurden dort so schwer rütweil in diesem Jung. Dann fragte sie, dann war er, was er dann für Norrecht haft. Dann sagte er, dein Jimmy, der ist tot. Den Norrecht will ich dir bringen. Ach, hier, sagte die Tante, mein Jimmy ist tot. Meinst du dort? Jo, sagte er, Jimmy ist tot. Na, wo kam dort? Na, wie wären auf dem Schiff, wie wären da 100 Mann, wo da arbeiten auf dort große Schiff. Und dann kam da ein gewaltiger Sturm, aus wie eine Zeit dicht ohne Kant wären all. Wir wären all meist bei dem Land, aus der Sturm losbrüht. Und da wir Steinerie dort westlich, der wir rot unter dem Wasser, und da wollte der Kapitän weit wach bleiben. Aber aus dem Sturm, dort Schiff gerieben, da wir kein Holen.
Der Sturm, der schmeit dort Schäpp dort ab, der Steiner Gründen ab, mit alle Gewalt. Und dort Schäpp dort schlug zwei, und dort stellt an, und jenk unja. Und dort jenk alle so fack, dort ut die 100 Mann, Tag und die Steck sind am mit Leben gekommen, die sind alle versorgt. 20 Stück haben sich noch einmal angefangen und ich sie einer von den 20. Ja, die arme Tante, die greift das sehr hart an. Dann sag ich sie, sagst du meinen Jimmy ungegangen? Ja, sagt er, ich sag dort, wir werden ganz dicht haben. Weißt du, was er das letzte sieht? Ja, sagt er, ich weiß, aber dort will ich dir nicht sagen. Ja, das sagst du mir. Nee, sagt er, ich würde leider nicht. Dort wird die Weidungen, ich will die dort besporen. Nee, sag ich sie, dort muss ich weiten. Und dann wird es erst sein, mir dort. Dem armen Jungen geht es schlecht. Da sag ich sie, was ist die Nomen? Sag ich, mein Nomen ist Peter Steiner. Und ich und den Jimmy, wir haben viele Jahre taub geschafft. Ich kann am sehr gut. Und dort wird nicht alles gut, was ich von ihm weit. Aber besonders nu, als er ungejinkt, als dort Schäpp auf der Seite stellt, dann flucht er Gott ut, dort er Sonnensturm hat loten, über uns überkommen. Und damit wir er ungewohnt. Aber doch nicht, sagt die Tante. Samtet, mein Jung. Jo, sagt er mit Tränen in seine Ohren, sagt er, das tat mir so leid, aber so ist dort. Ich hab dir das leider nicht gesagt. Aber einerlei weit ich, sagt die Tante. Ich hab dort eine Tafel an der Wand hängen. Und dort sagt er, wie Gott es alles möglich. Und der Spruch kommt von Matthäus 9,10, Vers 26. Dort hat der Herr Jesus selbst gesagt. Von dem Spruch hole ich mich. Dort ist Gottes Wort und Gott kann nicht liegen. Wie Gott ist alles möglich und mein Jimmy ist nicht verloren gegangen, dort weiter. Da sag ich des Peter, ich kann doch nicht von sein, ich weiß bloß, dort sind die letzte Wert, was ich am hier sehe. Da sag ich die Tante, wenn Gott am nicht anders haft kund begegnen, zum am Raden, dann haft er dort ungerem Wurter getan, aber ich glaube, mein Jimmy ist selig geworden. Des Gauss, des Peter, die blieb da ein Stückchen noch und dann verlaat er weiter. Und die arme Tante, die hat so eine schwere Nacht. Mit Ringen und Beten zu Gott. Es ist möglich, dass mein Jungen verloren gewonnen sein. Ich habe ihr doch immer geraubt und gebet, dass du dem Raden sollst. Und sie fängt Frieden über dort. Er fällt dort weiter bei, der Spruch sagt, wie Gott ist alles möglich. Dann ist sie da wie ganz Frau. Alle Tage ist sie da in ihr kleiner Garten, die Leute wollen vorbeigehen. Die wundern sich, dass sie dort so gut treiben kann. Die wissen noch, dass sie eine Stadt haben von Gott im Himmel. Die erstorken da. Ihr Glauben ist so falsch und ihr Vertrauen. Viele sagen zu ihr oder von ihr, die Tante Brünsche dort ist aus einer Blume, die der Seier scheint blühende zu Gottes Ehre. Aber dort seien sie nicht zu ihr, dort seien sie mal meistens unter sich. Aber dort jaft Hof, die Juli, die jetzt der August kommt, September, dort wird Keiler, die der waren Charter. Und nun ist es all meist 6 Monate, von dann aus sie die Tiding haft gekriegen. Nur er kommt sehr selten der Postträger. Aber nu einen Tag, es war meist Weihnachten, kommt der Postträger, nur ihre der. Sie hat aufmerken und dann sagt er, na Tante Brünsche, von der habe ich dir einen Brief gebracht. Da sagt sie, das ist mir wunderlich, ich kriege nicht sehr fucking Brief. Nee, sagt er, das weiß ich. Du sollst meinen Brief kriegen. Du bist jedoch so eine freundliche Tante. Na, sagt er, du mir mal nicht zu sehr loben. Oh, sagt er, ich freue mich immer, wann ich hier kann herkommen. Du bist immer so freundlich, dort merkt meinen Dach ein bisschen kälter. Und dann geht er wach und sie nimmt den Brief und kickt nur die Handschrift, dort ist alles ein bisschen so vermuschert. Und er, Ohrenlicht ist nicht mehr so gut.
Sie sagt, ich bin der Stuhl und nimmt sich ihr Glas, macht den Brief auf und fängt an zu lesen. Der Brief der Seierkart, der sagt bloß, liebe Mutter, dit ist ein Brief von Dienen Jimmy. Ich lebe noch und ich sie gerat, Gott hat mir gerat, nicht bloß das körperliche Lief, aber auch meine Seele hat Gott gerat, beides zugleich. Und ich komme nach Hause. Das ist alles, was in dem Brief ist. Diese alte Tante, die sagt, und checkt für sich. Dann dreht sie ihre Ohren, war er nur ihren Spruch. Wie Gott ist alles möglich. Dann betet sie mit Freuden, dass sie so einen Brief hat gekriegt. Oh, das gibt eine Freude, dass Gott ihr Sohn hat lassen, zukommen. Das wird ja auch mal ein paar der Lothar mit einmal einen Tag, als es meistens ist, puttert durch einer ohne der. Sie hat aufmerken, dann steht da war er so jung, mit so einem bleibenden Matrosenkleid. Der hat seine witte Metz an der Hand. Dann sagt er, Mama, ich sehe Jimmy, ich sehe Tüß, und ich sehe lebendig. Die am Ohren sich da, und sind sich da gut, durch Roder beschwab, und der. Und als das immer ist, dann sagten sie sich doll, und dann sagt die Mutter, nu sei mir das Erste, wo ist das allermählich, wo ist das Taugegon? Sie hat die Tiding von Peter Steiner gekriegt und sie vertraut an, was er gesagt hat. Und auch sie hat gesagt, wie Gott es alles möglich. Nu will ich wissen, was Gott getan hat. Jo sagt er, das ist so, wie Gott es alles möglich. Aus Ektor wird er aufgeschließert von dort Schäpp in der düstere Nacht. Dann krieg ich da eine große Bowl zu holen. Und gerade als ich geflucht habe, so Jana, die dort all gesagt hat, dann kam da eine große Wotterwahl über mich über und ich ging unter. Und an dem Augenblick, dann schrie ich mein Wort zu Gott. Herr, help me, do me raden. Und dort wie, als wenn da ein Schubs von unten kam und ich käme rüt aus dort Wotter. Und ich hatte noch immer die heldene Bowl zu holen. Und ich hielt fast, und dort taubt Hahn und trägt dort Wader. Ich konnte nicht sein von dort Schäpp, dort wir unge, da wir saß nicht aus höheren Wahlen und Wind, dort Meer dort taubt, und ich hielt fast. Ich weiß nicht, wo lang dort haft gedient, aber schließlich, ich wir so meid, ich konnte meist nicht mehr Faust holen und das Beet halt. Mit einmal bemerke ich, dass es Tag geworden, die Nacht ist der, der Wind fängt an Not zu loten. Das wird ein bisschen leichter für mich. Aber ich bin so meid und so verklemmt an dem kalten Wasser, dass ich eigentlich meist nicht kon wacker bleiben. Mit einmal dann war ich an, da ist ein Boot, die sieht mich. Und da sind Hänge, die fotten mich an und schlappen mich über den Kant und das Boot hinein. Ich war so schwach, ich konnte mich nicht abrechten oder was. Wir werden dort ein paar Fischer lied, wo da nicht weit auf an der Kant wohnten. Die werden kommen fischen und die haben da was gesehen auf dem Wasser. Und dann kommen sie da hin und sehen dort als ein Mensch, was noch lebt. Die nahmen mich nur der Kant und drehen mich in ein von ihren Wohnhäusern hin. Und da wir in der Früh, die besorgt mich. Die brachten mich an Baden hin und über meine Kraft kam Sachen trägt. Und dann vermeide ich mich bei der Lied und habe durch die Arbeit nun diese mehrere Monate, dass ich mir so viel Geld konnte verdienen, zum nach Hause kommen. Als ich dir den Brief schreibe, dann werde ich meist reich zum nach Hause kommen und ich will nicht eher schreiben, eher ich wüsste, ich kann auch dahin kommen, wo du noch wohnst. Nun bin ich hier. Dann sag ich der Mutter, dann sei mir nun noch, wo kam dort, dort Gott die da so raden deit. Jo sag ich, dort weit ich nicht. Ich sind dort nicht wird. Ich glaube, dort es da wäre, dort du immer für mich gebet hast. Ich glaube, Gott hat dein Gebet erhört. Willst du hast niemals abgehört mit Beten. Jeder Brief, was ich von dir kriege,
hast du mich vom Mond und Denken geholfen, dass Jesus für mich gestorben wäre und dass ich dem soll anrufen. Und nu wird ich Zeit hier, dass ich dort endlich einmal deid. Und nu sind ich so froh, nu sind ich tschüss. Nu will ich bei dir bleiben, solange ich und du dann beide worden leben, dann will ich bei dir bleiben. Und ich will dir sehen sein. Und ich sehe so froh, dass Gott mich gerat hat. Und all das, als da wäre in der Hand gekommen, da deine Mutter wäre, die ihr Kind nicht verjeten konnte. Und die hält sich an dort, was Jesus sagt, wie Gott es alles möglich. Wenn Gott kann seinen Sohn Jesus Christus, der da ganz dort wäre, in einem Grab mehrere Teil, dem kann er abwarten, kann er da nicht diesem Jimmy aus dem Wortergrau verrückt bringen? Wie Gott es alles möglich. Amen.